Hause chillt nicht mit Daddys. Ich bringe das Ganze ins Roll. Ich schmuggel die Dame zum Zoll. Sie kann kommen, wenn sie wollen. Lade die Money in Gold. Ich muss mir den Money pollen. Denn ich drehe ein OG Joint. Keiner von ihnen ist mein Freund. Ich bringe das Ganze ins Roll. Ich schmuggel die Dame zu Zoll. Sie kann kommen, wenn sie wollen. Ich lade die Money in Gold. Ich muss nie den Pony pollen. Denn ich drehe einen OG Joint. Keiner von ihnen ist mein Freund. Ja, die Sirenen, ich hab wie sie heulen. Ey, ich spreche normales Deutsch. Stell mir nicht zu viele Fragen, kann ich nicht sagen, ob es grad läuft. Ich schwöre, der Officer jagt mich. Ich finde ihn nicht sympathisch. Er findet mich nicht sympathisch. Doch ich feiere eine Party. 100k für Versace. Sie gibt Kripo für Foto wie Stasi. Ohne mehr Macht mit Marci. Ja, Breezy ist ein Boss, er chillt nicht mit Tatis. Ich schmuggel die Dame zu Zoll. Sie kann kommen, wenn sie wollen. Lade die Money in Gold. Ich muss nie den Pony pollen. Denn ich dreh ein OG Joint. Keiner von ihnen ist mein Freund. Ja, die Sirenen, ich hab wie sie heulen. So geht er weiter, so einfach. Leute, wer hat diese Drums in Deutschland? So, hier sind wir mal wieder im Quarantäne-Stream. Quarantäne. So fängt die ganze Scheiße an. Einfach erstmal mit einem krassen Songkeule. Boah, Bruder, ich hab das Gefühl, der ging voll lange, aber geht das nicht nur maximal eine Stunde? Ja, nach einer Stunde geht der aus. Ja, ich war so ungefähr eine Stunde. Ich war kurz davor, dass er einfach ausgeht, glaube ich. Vielleicht gehen wir auch heute einfach zweimal live. Einmal jetzt und einmal später in einem anderen Zustand. Ja, ich auf Alkeule. Aufpassen, was hier ja, Bruder, ich werde auch heute nicht so viele Songs zeigen. Gestern war schon genug. Ja, Leute, was geht? Erzählt mal, was abgeht. DJ Kid Juicy, wo bist du, Keule? Ich muss aber das ausmachen, ich aufgenommen. Das ist aber ohne Beat. Ja, auch die Screen Recordings sich nicht lohnen. Guck nur, was ich da sage. Ich bin high wie ein Plane, gib mir mehr. Noch mit einer 10 durch die Stadt, kreuz und quer. Durch die Sie gehört zu mir, wie der Sand zu dem Meer. Roll einen dicken L, lang wie ein Speer. Ich bin high wie ein Plane, gib mir mehr. Noch mit einer 10 durch die Stadt, kreuz und quer. Durch die Sie gehört zu mir, wie der Sand zu dem Meer. Das muss auch so
anfangen. Ja, der muss oder wie, dass man nicht kommt und dann reinknallt. Ich schwöre, man muss den so machen eigentlich. Scheiße. Auf jeden Fall, was geht bei den anderen Deutschrappern? Was macht ihr so? Erzählt mal, was geht bei euch, Digga. Keule und Keulinas. So, meine Keulen und Keulinas, erzählt mal was. Wir brauchen jetzt ein Thema hier für den Quarantäne-Stream heute. Ich war vorhin live und ich sag so Keule. Jemand schreibt so Jugendwort 2020, das Keule wegen Rüsi. Und warum sagt Rüsi die ganze Zeit Keule? Digga, das muss Jugendwort 2020 werden, Leute. Verbreitet Keule, ihr seid meine Keulen und Keulinas. Ashraf, wo bleibst du, Digga? Wo bist du, Digga? Ich sehe hier nur deine Kommis, diese Undercover-Kommis. Keule, wo bist du, Keule? Regenbogen, Geldklammer, von Tag zu Tag werde ich seltsamer. Das ist ein Zitat aus einem Song, der niemals erscheint. So, meine lieben Freunde. Das ist doch... Top 3 Rapper Deutschland all time. Boah. Boah, Bruder. Oha. Ist schwer zu beantworten, Digga. Diese Frage kann ich nicht beantworten, wirklich. So. Kitty, yeah. Schwer Juicy Keule. Machst du ja auch die ganze Zeit den Undercover hier in dem Stream, Digga? Wolltest du nicht hier sein, Keule? Selbst David kommt heute, Keule. Ja, der Kruse ist mit Panamo gerade, die kommen jetzt gleich. Ist mit der Tour alles normal, also ist irgendwas wegen Corona. Leute, das Ding ist, wir wissen noch nicht, was mit der Tour ist. Bis jetzt bleibt alles, wie es ist. Ich sag's auch jetzt wieder exklusiv für die Leute in dem Livestream hier für die 1200. München und Berlin sind auch ausverkauft, wurden heute auch hochverlegt. Ja, ich hab noch nichts gepostet. Das habe ich noch nicht gesagt. Also Köln, München und Berlin bis jetzt hochverlegt und ausverkauft. Die ersten Venues, die nächsten sind hochverlegt. Deswegen, ihr könnt immer noch Tickets kaufen. Im Moment ist alles normal. Wir müssen hoffen, dass bis zum Herbst das ganze Corona-Ding sich ein bisschen beruhigt hat. Ich hoffe das auf jeden Fall. Und falls es sich nicht beruhigt hat und das aus irgendeinem Grund verschoben werden müsste, könnt ihr trotzdem eure Tickets, die Tickets werden auf jeden Fall die Gültigkeit behalten. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Adana mit Besteckkeule. Ja, auf Adana mit Besteck brauche ich ein Feature. Die schwerste deutsche Feature der Welt brauche ich da drauf. Aber ich glaube, David ist unten, gell? Ja? Ja. Der hat geschrieben, welcher Stock. Das sagt's nicht laut, Keule. Ja. So, meine lieben Freunde. Oh, die Waves hier ein bisschen pflegen, ne? Ja, klar. So. Warte mal. Keule. Welche Rapper, Musiker, Gesichter würdest du auf Mount Rushmore sehen wollen? Oh, meins. Mein Gesicht. Mein Gesicht auf Mount Rushmore, Keule. Wie wird der kommen? Dieses Face. Ich guck genau so auf Mount Rushmore dann. So. Meinung zu Jamule, zu meinem Bruder. So fetzen wir das immer wieder hier hin. Feed mit OMG, Gibbs ist da. Von welcher Marke ist deine Hose? Von 6pm, mein Bruder. Gerade die ganze Zeit dein Album gepumpt, Keule. Sehr gut, Keule. Immer weiter so. In 2 Tagen kommt The Weeknd's Album. Ja, krass, ich bin gespannt. Reezy für Jamule wird auf jeden Fall kommen. Jamule für Dreezy gibt's schon. Die besten Newcomer, ich weiß nicht. Und Mensch, ich glaube, sehr viele krasse Newcomer kommen im Moment aus Berlin, muss ich sagen. Also Pascha nimm, die ganzen Jungs um den rum, Simba, BHZ und so, die ganzen Jungs sind schon sehr, sehr stark, finde ich. Und ja, Meinung zu Young Horn. Young Horn ist mein Brudy. Da wird auch, wie gesagt, ich glaube, immer Musik kommen. So. Klär mal Gästeliste. Nee, bei dieser Tour wird es einfach gar keine Gästeliste geben. So, die Leute, die dabei sind, sind dabei. Natürlich, ja. Gästeliste, Digga. Es gibt keine Gästeliste. Auch an alle Freunde, die ich habe hier in Frankfurt. Es gibt keine Gästeliste. Wenn ihr kommen wollt, kauft euch Tickets, meine Brüder. Und weiter geht's. Bro, Drop Quarantäne-EP. Quarantäne-EP ist eine super Idee, habe ich aber nicht so Bock drauf. Ich werde mir irgendwas anderes einfallen lassen zum Thema Quarantäne und irgendwas droppen. So. Ich habe Baby Keem, ich feiere Baby Keem, aber ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Wie entstehen diese Waves in den Haaren? Du musst deine Haare viel kämmen und ab und zu einen Durag tragen. La 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 la.
Teenager Forever Mundschutz. Kauft euch alle die Box von meinem Bruder Dardan, der hat einen Mundschutz in seine Box gepackt. Wirklich? Ja. Ich kacke auch ab. Kauft euch die Box, wenn ihr einen Mundschutz braucht, der nicht aus Papier ist. Ich glaube, das ist auch Stoff, wenn ich richtig gesehen habe. So, meine Keulen. Boah, diese E-Mail, gell? Ich habe doch gestern diese E-Mail aufgemacht, wo die Beats nicht schicken können, gell? Ich schwöre dir, innerhalb von 20 Minuten war einfach dieses E-Mail-Postfach voll, 400 E-Mails und Beats. Der erste war zu krass. Der erste? Zu krass. Der erste hat krasse Dinger gemacht, gell? Ja, ja, ich weiß, er hat krasse Samples gehabt, diese Gitarre und so. Eigentlich muss ich direkt was machen jetzt. Ja, ich schwöre. Junge, wie viele Gigabyte sind auf so einer E-Mail drauf? Ich kann das ja entscheiden, wenn ich eine neu mache, da waren 3 Gigabyte. Und war die waren 20 Minuten voll, Keulen. Ja, auf jeden Fall, meine lieben Keulen. Nein. Wann kommt das T-Shirt von der Tour, beziehungsweise wann wird es geliefert? Demnächst, Keule. Feed mit Luciano. Ja, Feed mit Luciano ist da. Keule. Ist da, Keule. Heute wieder Beat Review. Ja, komm, ich glaube, ich fange jetzt gleich mal an. Was ist dein Lieblingsessen? Fisch, gell? Arrabbiata. Nein. Nee, Mann, ich weiß es wirklich gerade nicht. Du war Arrabbiata. Ich bin ein richtiger Fischesser, Bruder. Ja, ich bin schon harter Fischesser, aber ich glaube so, keine Ahnung. So. Die Lasagne von der Frau.